Hallo und herzlich willkommen hier jetzt also zu einem schnellen, reumütigen Video, denn ich habe hier bei der ersten Version des Videos oder dieser Aufgabe habe ich einen kapitalen Bock geschossen, wie man so schön sagen könnte. Also, hier nochmal zum Aufrollen: f von 2 von f von x gleich minus x hoch 3 plus 5x Quadrat minus 3x minus 9 soll mit dem Horner Schema berechnet werden und ich werde jetzt gleich sehr viel langsamer werden, um auf die Vorzeichen und die Rechnung tatsächlich sehr viel Konzentration zu legen. Das sollte man hier nämlich machen. Ansonsten wird man ärgerliche Fehler machen. Also, erster Schritt, dieses Schema wird aufgeschrieben. Das heißt, zwei waagerechte Linien, 1, 2, 3, 4 senkrechte, weil wir haben 1, 2, 3, 4 Terme hier stehen hier oben. Dann werden die Koeffizienten von x hier jeweils eingetragen. Man kann von rechts vorgehen, minus 9 wird hier eingetragen, minus 3 wird hier eingetragen, plus 5 wird hier eingetragen. Man kann hier auch tatsächlich gerne plus 5 hinschreiben und x hoch 3 wird dann hier eingetragen, minus 1. Wenn dann nur ein Minus vor einem x steht, dann heißt das immer minus 1 mal das, was dahinter steht. F von 2, der x-Wert wird hier eingesetzt. Dann wird tatsächlich hier an der Stelle ein Strich gemacht. Und die minus 1, die Zahl, die hier oben steht, wird runtergeholt. Jetzt rechnen wir 2 mal minus 1 und schreiben das hier hin, sind minus 2. 5 minus 2 ist 3. Jetzt gehen wir weiter. 2 mal 3 ist 6. Minus 3 plus 6, ja, es ist nämlich plus, man kann hier viel Sinn finden oder viel besser rechnen. Oder sich besser konzentrieren, wenn man wirklich immer das Vorzeichen dahin schreibt, macht man sich ja quasi schon so ein Lesezeichen ins Gehirn, dass man hier auf die Vorzeichen achten will. Also minus 3 Grad und es wird 6 Grad wärmer, dann haben wir plus 3 Grad. 2 mal plus 3 ist plus 6. Und jetzt kommt die Stelle, wo ich mich dann verhaspelt habe und gesagt habe, minus 9 plus 6 sei ja plus 3. Wenn es minus 9 Grad kalt ist und es wird 6 Grad wärmer, dann bleiben da minus 3 übrig. Und das Video stelle ich bei Oberprima direkt vor, das andere, wo der Fehler drin ist. Da kann man das nochmal nachprüfen.